durch die Wiener City mit der Touristentram. Das bieten die Wiener Linien täglich mit ihrer Wiener Ringtram. Alle 30 Minuten startet die Tram, ein umfunktionierter E1-Triebwagen, vom Schwedenplatz zur Ringumrundung. Doch wie ist die Wiener Ringtram überhaupt entstanden? Da müssen wir zurückgehen ins Jahr 2008, im Oktober. Wurde beschlossen von den Wiener Linien als Service für die Wiener Bevölkerung eigentlich, die Linie 1 und die Linie 2 nicht mehr am Ring reisen zu lassen, sondern verlängern in die Randbezirke raus, dass der Wiener eben nicht mehr umsteigen muss. Ja, also eine Serviceverbesserung für die Wiener Fahrgäste. Natürlich war das aber ein riesen Nachteil dann für unsere Wien-Besucher, weil früher hat man den Touristen immer gesagt, steigt in den 1er oder 2er ein und dann könnt ihr um den Ring rundfahren und alle Sehenswürdigkeiten anschauen. Und aus dieser Idee heraus, den Touristen quasi wieder ein Highlight zu bringen und dieses Service bieten zu können, hat man die Wiener Ringtram entwickelt. Es ist also keine gewöhnliche Ringrunde und auch keine gewöhnliche Straßenbahn. Optisch hebt sich der E1 allein schon durch die gelbe Lackierung von den anderen Fahrzeugen der Wiener Linien ab. Und im Innenraum ist es auch kein typischer E1, denn für die Touristen wurde ein umfangreiches Multimedia-System eingebaut. Also die Wiener Ringtram bietet, ich glaube, das ist sogar einzigartig auf der Welt, so wie bei den Bussen üblich, Kopfhörer und ein Guideboard. Wir bieten derzeit bereits 11 Sprachen an. Und es gibt 3 Bildschirme drinnen, die auch mit Fotos zusätzlich noch Bilder der Sehenswürdigkeiten entlang des Rings zeigen. Speziell für heimische Gäste wird auch ein Programm im Wiener Dialekt geboten, das von Mundl-Darsteller Karl Merkatz gesprochen wird. Und links sehen Sie unser Parlament im Stile von einem altertümlich griechischen Tempel. Weil Sparla, so viel wie Reden heißt, wird drinnen logischerweise viel und her gebabbelt und manchmal gestritten, dass die Fetzen fliegen. Die Wiener Ringtram fährt übrigens immer in Zweierbesetzung, also mit Fahrer und Schaffner, wobei es sich um eigens geschulte Mitarbeiter mit entsprechenden Fremdsprachenkenntnissen handelt. Das sind 17 Personen derzeit, also 17 Mitarbeiter, die natürlich auch gewisse Voraussetzungen mitbringen müssen. Also Englisch ist einmal Grundvoraussetzung. Da gibt es aber ganz besondere Mitarbeiter von uns, die bis zu 5, 6 Sprachen sprechen, also auch persönlich den Fahrgästen also Auskunft geben können. Bei der Ringumrundung gibt es keine Zu- und Aussteigemöglichkeit, was dem Komfort der Passagiere und dem intensiveren Erleben der Sehenswürdigkeiten zugutekommt. 2013 hatten wir bereits 70.000 Fahrgäste. Also man merkt es, dass die Wiener Ringtram speziell bei den Wien-Besuchern als Attraktion und Highlight angenommen wurde. To the left, inside the city park, a golden monument beneath a marble arch depicts Johann Strauss' son. Forever playing his violin. The Waltz King performed in this park with his orchestra and, in inclement weather, in the Kursalon, coming into view on the left, where his music is still played today. Täglich ab 10 Uhr startet alle 30 Minuten eine Wiener Ringtram am Schwedenplatz. Letzte Abfahrt ist 17.30 Uhr und befährt den Ring am inneren Gleiskörper. Tickets kosten 8 Euro und sind in der Tram erhältlich.